Hallöchen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Heute machen wir einen Kasten vom Brot. Oder Brot in einen Kasten vom so. Ich habe einige Zutaten schon abgewogen für euch. Die Zutaten stehen in mein Handy. Das habe ich so reingeschrieben. Also, das sind jetzt 30 Gramm Chiasamen drin. 20 Gramm Flohsamen. Flohsamenschalen, so rum. Hier sind 14 Gramm Backpulver, das war der Rest von der Verpackung. Dann habe ich 40 Gramm Leinsamen geschrottet und 100 Gramm Salatkörner. Also da sind ja Kürbiskörner drin, das sind Sonnenblumenkerne und andere Körner, die kenne ich noch nicht, aber egal. Die würden auch gehen. So. Dann braucht ihr, müssen wir gucken, wie das wie der Teig wird. Ich würde jetzt sagen 3 bis 4 Eier. Die sind frisch vom Bauern. So, dann braucht ihr ein Kastenform. Ich habe eins mit einem Glasboden. Glasboden. Das müssen wir noch entweder einfetten oder mit Backpapier reinlegen, aber ich werde wahrscheinlich mit Backpapier machen. So, dann braucht ihr nicht zu vergessen, bevor ich das jetzt noch vergesse, braucht ihr noch, Moment, gemahlene Mandeln 200 Gramm oder 150, je nachdem. So, wir sind hier. So, als nächstes räume ich jetzt mal ganz eben die Sachen mal kurz weg, die wir nicht mehr brauchen. So, dann nehme ich mir eine Schüssel, eine Rührschüssel. Mach erstmal die 3 bis 4 Eier, würde ich jetzt mal sagen. Ich nehme jetzt mal erstmal 3 Eier. So, sind 3 Eier. Dann werde ich das mal verrühren oder mit dem Schneebesen einfach, ja, wie sagt man da, quellen, ich habe keine Ahnung. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Was ich natürlich noch vergessen habe zu sagen, ihr braucht noch 200 Milliliter Wasser. Das tue ich jetzt mal schnell eben abwiegen. Ja, ihr habt es gehört, abwiegen. Ich habe nämlich in meine Waage auch so ein Milliliter Anzeigedingens. Und das mache ich jetzt schnell mal. So. Also ich habe das verrührt, das Ganze. Dann tue ich eine Prise Salz von meinem richtiges teures Salz. Eine Prise. Also ich zeige euch nochmal den Salz, was ich benutze. Das ist das hier. Ich hoffe, ihr könnt das gut lesen. Und hier ist die Prise Salz. Ja, tun wir da rein. Da steht zwar, ja, das war schon. Dann tun wir das verrühren. Dann machen wir die Flohsamen da rein. Ich hoffe, das ist nicht so laut. So, die Flohsamen, dann machen wir die 200 Milliliter Wasser noch dazu. So. Dann machen wir die geschrotteten Leinsamen rein. Dann die Chiasamen. Dann schaut es so aus. Dann machen wir Backpulver mache ich jetzt rein. Ja. Dann nehme ich hier die
hier diese Salatkörner. Und dann kommen die gemahlene Mandel aus der Verpackung da rein. Warum eine Schere? Lass ich hier versteckt. Hopsala. Also 150 bis 200 Gramm Mandelmehl. Nicht Mandelmehl, Mandeln. Wie komme ich denn immer auf Mehl? Ich verstehe das nicht. So, das Ganze tun wir erstmal weg und nehme mein Lieblingswerkzeug. Dann schaut das Ganze so aus. Jetzt ist schon ein Teig. Ich mache da ungefähr noch 50 rein. Ja. Dann nehme ich mir gleich so eine Schüssel. Man tut mir das hier im Hintergrund schnell einmal abwiegen. So, das Ganze habe ich jetzt mal abgewogen und dann mache ich hier das Ganze hier nochmal. 50 Gramm und dann durch das Vermengen, also vermischen, verrühren, kneten, je nachdem. Und dann den Backofen nicht vergessen vorzuheizen. Klebt gar nicht am Rand, also so, schaut's mal. Dann würde ich das noch 10 Minuten stehen lassen und dann tun wir das in den hier in den Form rein. Genau. Dann nehme ich mir die Kastenform. Das ist aber ein großes Kastenform, aber kein kleines. Die sind alle groß. Wir hätten nur ein ganz kleines, aber das ist auch nicht das, was ich suche. Nee, also das muss ich mir noch kaufen. Das ganz kleine, das taugt nichts. Das wäre für einen Babykuchen. So. Dann tun wir uns ein Backpapier raus. So, genau. So, dann machen wir mal weiter. Dann würde ich hier den Teig nochmal verrühren. Oder verkneten, besser gesagt. Ich glaube, das wird ja nicht so ein mega Ding. Weil die Form ist hier sehr, sehr groß. Wird halt die Hälfte, das ist aber nicht so tragisch. Also die Schüssel ist leer, so ganz leer. Und dann tun wir das mal einfach hier rein, schön in die Ecken,
sind es 45 Minuten bei circa 160 oder 180 Grad. Also da könnt ihr selber mit der Temperatur spielen. So, dass er gleichmäßig groß ist. Ist aber egal, ob das hier klein ist oder hier groß, ne? So. Mir ist gerade was eingefallen. Wir brauchen die Kasten, den Kastenkompfer nicht. Und können das auch so machen. Muss ich mal ganz schnell Handschuhe anziehen. Weil man könnte den auch selbst formen. Also braucht man nicht unbedingt. Also der jetzt eine Kastenform haben möchte und das schon gemacht hat, das ist aber jetzt nicht schlimm. Und dann mache ich meine Hände noch mal nass und tue es ein bisschen formen. So. Dann haben wir ja richtig so ein Leiberl-Brot. Auch wenn das Brot nicht so groß jetzt ausschaut, das ist überhaupt nicht schlimm. Also macht euch jetzt keine Gedanken damit, warum das so bei mir so groß ausschaut. Nochmal ausmachen. Und das schaut richtig schön aus. So. Und dann ab in den Backofen. Yippie. Ich mache aber jetzt noch ein Foto, weil das mir so gut gefällt. So. Und jetzt ab in den Backofen. Dann mache ich das auf dem Gitter oder ich mache das einfach hier auf dieses Blech einfach drauf. Hat irgendwie hier keinen Platz. Ich zeige euch gleich mal, wie ich das meine. Einfach hier aus Blech drauf und das in den Backofen reinschieben. So. So, lala. Und mein Brot ist fertig. Ich bin begeistert. Es ist richtig. Schaut wie sowas aus. So ist mein Brot geworden. Und da ich ja unbedingt dass ihr dabei seid, wie ich das aufschneide, werde ich mir jetzt ein kleines Messer nehmen und es anschneiden. So, schiebe es nach vorne. Ganz, ganz einfach. Und das schaut dann so aus. Also ganz, ganz weich. Ja, bitte beachtet nicht meine Fingernägel, weil ich vorhin was bestempelt habe und meine Finger sind teilweise schwarz geworden. Also wie gesagt, ganz weich, ganz, ganz weich ist der Teig geworden und das Brot ist wahrscheinlich auch sehr gut. Ich werde es gleich kosten. Also wie gesagt, es ist sehr weich geworden. Schaut mal, wie schön. Also ganz weich. So, jetzt mache ich mir schnell eine Scheibe.